Dreht fünf Sekten, eures Licht dreht, wenn man zu viel trinkt. Ein paar Wochen sind vergangen, von neuem ist die Hasengemeinde sehr befangen, weil man eben nicht vergisst, dass so mancher Ungläubige heute auch gerne Hase ist. Im großen Hasenbuch wird im Kapitel 3112 erst einmal nachgeschlagen, steht da tatsächlich im Vers 988, dass Jäger gerne Hasen jagen. Als vor ein paar Stunden ein Osterhase auf dem Feld Möhren sucht und hörte, was der Jäger bei der Jagd so flucht. Der Hase sagt, der Jäger sprach auf irgendeiner Art und Weise: Was ist denn das für eine Scheiße? Hat man ihn doch da belogen und mit Platzpatronen da betrogen. Der Hase nach dem Schuss verschwand, was der Jäger gar nicht lustig fand. Und dem Hasen kommt jetzt in den Sinn, zum Glück war in der Patrone keine Kugel drin. Sind wir dann alles doppelt, wenn man zu viel trinkt? Jeder Hase ist bestrebt, dass er da heute überlebt. Und die Hasengemeinde findet das große Osterhasenbuch immer wieder sehr toll, weil darin in Kapitel 555, Vers 101 geschrieben steht, dass man dem Jäger besser aus dem Weg halt gehen soll. Der Jäger sieht das sehr verbissen, hat man ihn doch da beschissen. Was nun die Hasengemeinde fasziniert, hat sich der Jäger auf der Jagd doch sehr blamiert. Da hilft kein Beten und kein Singen, man kann nicht alles halt erzwingen. Und man geht vor lauter Schreck in Zukunft dem Jäger aus dem Weg. Jedenfalls ganz froh und heiter geht jetzt die Hasenstunde weiter. Man nun aus dem Hasenbuch noch Lieder singt und noch so eine manche Flasche Sekt halt trinkt. Wie man ja nun sehen kann, stößt man auf den Jäger an und man schöpft aus dem großen Hasenbuch wieder frischen Mut, selbst wenn der Jäger weiter Hasen jagen düht. So ein mancher Hase ist auch sehr benommen, sieht er doch die Prophezeiung, die im großen Hasenbuch da steht, jetzt schon kommen, dass es eben wenig nützt, wenn man nicht die Umwelt schützt. Der Hasenchef predigt nun und zieht es in Betracht, dass jeder halt denkt, dass er es richtig macht und spricht, dass nur die Hasengemeinde sinnvoll da Kollekte spendet und nicht sinnlos das Geld der Hasen da verschwendet. Ja, man glaubt es kaum. Dieses Mal war die Kollekte fürs Stromgeld, für den Weihnachtsbaum. Wenn man es sich recht bedenkt, schreibt die Osterhasenreligion da halt auch vor, dass man passend zur Zeit auch Ostereier an den Baum da hängt. Man versucht zu leben wie vor Hunderten von Jahren, als die Hasen noch bescheiden waren. Nur geht das halt nicht immer gut, weil man, wenn man jetzt wie vor Hunderten Jahren da halt lebt, völlig halt verblöden tut. Nicht jeder Hase sieht das ein und will viel lieber Beklopptheit sein und sieht es da halt ganz verbissen und will vom Fortschritt gar nichts wissen. In der Hasenreligion ist man jedoch verschönt, da lebt man nicht wie hinterm Mond. Wird doch aus dem Hasenbuch sehr viel gelernt und auch gelehrt, sieht man doch ein, etwas Bildung ist halt nicht verkehrt. Der Gemeindevorsitzende spricht, bedauerlicherweise wühlen Ungläubige selbst heute noch im Dreck und gehen jeder Art von Bildung aus dem Weg, weil man da heute eben mitunter noch so beschränkt zu leben versucht
und wie vor Hunderten von Jahren da so denkt. Die Hasen können es kaum fassen, dass manche sich immer noch so verarschen lassen. Wodurch das große Hasenbuch lehrt, Hilfe anzubieten, wird durch die Hasenreligion von Ungläubigen aufs Äußerste gemieden. Der Hasenvorsitzende nun sagt, welches Buch hat einen Sinn, steht da dann doch bloß Blödsinn drin, ist doch von Realität, Fantasie und Spinnerei, von allem da etwas dabei. Jeder denkt, er hat halt recht und findet alles andere schlecht. Und ein jeder Hase gibt genau drauf Acht, dass er nach dem Hasenbuch auch lebt und alles richtig macht. Wie es nun auch immer sei, angemalt wird jedes Ei. Und es ist gemütlich in der Runde, ist sie doch jetzt fast vorbei, die Hasenstunde. In dieser Runde gibt es weit und breit nicht einmal den kleinsten Streit. Und ein jeder Hase ist nach Mitternacht im tiefsten Glauben da versunken. Gehen doch mitunter auch die Lichter aus, denn man ist betrunken. Die Hasen es sich jetzt gemütlich machen, der Hund tut alles jetzt bewachen, denn ein jeder Hase will jetzt halt verweilen, bevor er am nächsten Tag die ganzen bunten Eier muss verteilen. Die Moral von der Geschichte: Glaubt halt jeden Blödsinn nicht, denn es wird halt viel gesponnen, was man sich hat ausgesonnen. Die Hasen sehen sehr verschwommen, wenn sie jetzt mehr Sekt bekommen und predigen aus dem Kapitel 207 im Hasenbuch, meine Vers 108, worin geschrieben steht, dass zu viel Alkohol betrunken macht. Deutlich können nun die Hasen sehen, dass sich jetzt die Kerzen drehen. Ist doch das große Hasenbuch auch sehr beliebt, weil darin alles aufgeschrieben ist, wie man was so machen soll und auf alle Fragen eine Antwort gibt. Ja, mit der großen Osterhasenpredigt hat es sich noch lange nicht erledigt. Wenn man erst einmal tief im Osterhasenbuch versinkt und dabei eine Flasche Sekt nach der anderen da trinkt. Die Osterhasen sind streng gläubig und sehr schlau und nehmen die Predigt und das Feiern in der Hasenstunde sehr genau. Und wie es sich schön vermuten lässt, feiern die Hasen jede Woche dreimal das Oster- und das Weihnachtsfest. Wie ihr ja nun alle seht, im Hasenbuch geschrieben steht, man soll beim Predigen im Hasenbuch tief versinken und dazu auch reichlich Alkohol noch trinken. Im Lichterglanz und Kerzenschein ist Party angesagt und es soll gemütlich sein. Kann man sich doch in Ruhe da besinnen, wenn auch die Ungläubigen da meinen, die Osterhasen spinnen. Die Osterhasensekte es bestrebt, und wie vor Hunderten von Jahren lebt, hat halt so ein manches Buch nur wenig Sinn, steht da dann nur Blödsinn drin. Der Oberosterhase zu den Hasen spricht, glaubet eben alles nicht, denn wer kennt sie schon, die einzig wahre Religion? Die Hasen finden die Predigt auch nicht schlecht und erkennen nur das große Hasenbuch hat recht. Und man dabei immer mehr aufs Hasenbuch vertraut, je tiefer man ins Sektglas schaut. Die Osterhasen haben jedenfalls ihre Religion sehr gern und halten sich von andersgläubigen Spinnern fern, die da halt nicht mit feiern, mit vielen bunten Ostereiern. Ein mancher sieht es eben sehr verbissen und will von der Hasenreligion nichts wissen und tut sich da die Zeit halt rauben mit Schwachsinn oder einem anderen Glauben. Der Hasenchef sagt noch zum Schluss, dass man nicht jeden Unsinn glauben muss und verspricht, dass es sie im ganzen Jahr nun gibt, besonders halt zur Osterfeier,
viele bunt bemalte, große und auch kleine Ostereier.